Wie hat sich die Suchmaschinenoptimierung nach und mit dem Panda-Update von Google verändert? Mein Name Philipp Sauber, ich bin von der IREMAG und Sie schauen website-marketing.ch. Ich gebe morgen, das ist der 9. Mai, ein Referat an der Run Conference in der Messe Zürich zum Thema Suchmaschinenoptimierung und eben diesem Panda-Update. Auf was man da achten muss, was sich geändert hat, und das haben sich ein paar wesentliche Sachen geändert. Das erkläre ich anhand der Präsentation, die ich da halte. Gleich jetzt auf Video. Vielleicht ganz kurz, wann das passiert ist. Wir haben in englischsprachigen Bereichen haben wir 2011 diesen Update gehabt, und zwar im Juni. Im August kam es dann langsam in den deutschsprachigen Raum. Ich würde sagen, die letzten Updates, die haben noch in dem Jahr stattgefunden. Das ist also rollend passiert. Und ich würde auch mal behaupten, dass wir hier in der Schweiz den größten Impact wahrscheinlich so im Februar, März diesen Jahres hatten. Was hat das Panda-Update vor allem betroffen? Das waren die Content-Farmer, also solche, die nur Text geschrieben haben, damit sie eben Inhalte generieren können und möglichst viele Leute dann anziehen, dort wieder AdSense, also Google-Werbung, aufschalten und so Geld damit verdienen. Und diejenigen, die sich eben Inhalte kopiert haben, zum Teil dann schneller indexiert wurden als die Sites, die den Inhalt als erste online hatten und so von dem wieder profitiert haben. Die Verlierer in dem ganzen Thema, das war sicher anfänglich so, waren die ganzen Verzeichnisse, die Content-Aggregatoren, also die einfach Content zusammenziehen, Personen- und Preissuchmaschinen und Vergleiche. Gewonnen haben sicherlich News-Sites und vor allem eben auch Blog wie TechCrunch. Ich habe hier so ein paar Sites, das ist jasni.de, Menschen, People-Suchmaschine, 123 People, genau dasselbe Thema. Auch hier, die aggregieren nur Inhalte aus dem Internet, die haben keine eigenen Inhalte. Wikio News, eine deutsche Seite, die holen sich einfach Content von den entsprechenden Sites, schauen sich dem bei sich auf und that's it. Bringen also eigentlich selber keinen Mehrwert, sondern holen sich das von außen rein. Preisvergleiche habe ich angetönt, das sicher auch Sites, die natürlich ohne eigenen Inhalt hier darstellen. Sowas hat ganz klar gewonnen. TechCrunch, Mashable, all die großen Blogs, generell halt Blogs, wichtiges Thema, wo wirklich jemand von Hand selber Inhalt generiert. Nun, wie vermeidet man, dass man in die Panda-Falle tritt? Das ist die Frage, die ich jetzt in meiner Präsentation nachgehe. Und hierfür gibt es sicherlich das entscheidende Tool, das ist das Webmaster-Tool. Da möchte ich ein paar Aspekte herausziehen, was hier besonders gut funktioniert. Bei Google Analytics ist es so, dass ich die Besucher auf der Seite drauf messe, also aus Seitenbetreibersicht. Die Google Webmaster-Tool zeigt mir auf, was Google von meiner Seite hält. Die sagt mir also, ob meine Seite Google-freundlich, SEO-freundlich aufgebaut ist oder nicht. Was will man mehr? Klar, eigentlich das Optimale. So schaut das aus bei den Google Webmaster Tools, und ich gehe jetzt ein bisschen ins Detail rein, denn ich denke, die einen oder anderen kennen das schon, beispielsweise in die Suchanfragen. Hier sehe ich also, nach was gesucht wurde und ich dann auch positioniert war. Also beispielsweise IREMAG wurde 250 Mal gesucht, davon haben wir 60 Klicks. 24% Click-Through-Rate bedeutet das, und wir waren im Schnitt auf Position 1. Nicht eine große Leistung jetzt für die IREMAG. Wenn wir weiter runtergehen, Beispiel Webdesign, haben wir noch eine Klickrate von 4% mit durchschnittlicher Position 4,8. Ich nehme ein paar andere raus, hier beispielsweise von Maisnes Chocolate, ganz interessant. Auch hier natürlich erstmal die ganzen Brand-Suchanfragen, die Brand-Queries, und dann hinten raus Schokolade zum selber machen, 400 Leute suchen danach, 30 klicken drauf, das ist eine Klickrate von 8%. Das ist natürlich zu wenig, Position ist eigentlich gut, das heißt, hier muss was optimiert werden. Jetzt wird wahrscheinlich, nehme ich mal an, dann das Suchresultat nicht entsprechend ausschauen, dass es zu wenig Leute animiert, aber hier kann man natürlich jetzt was rausholen. Ganz unten Schokolade kreieren, gerade mal 4%. Ist eigentlich die perfekte Seite, um Schokolade zu kreieren. Das heißt, da müssten irgendwas um die 20% sicher drin stehen. Das kann man natürlich jetzt verbessern. Hier ein Beispiel von uns. Wir haben vor 2 guten Monaten Redesign gemacht. Dann hat es alles ein bisschen über den Haufen geworfen, und da waren halt solche Keywords wie Lageplan, Blog, Facebook. Das sind nicht unbedingt unsere Dienstleistungen. Klar, wir bauen Blogs auf, aber ein kleiner Bereich auf Facebook sind wir selber nicht. Management und Zürich sowieso nicht, und jetzt rechts daneben sieht man, wie die richtigen Keywords langsam hochkommen. Ich denke, gerade so im Social Media Bereich, klar, wichtig. SEO Beratung steht noch dort. Webdesign, Analytics, Softwareentwicklung. Also das kommt dann so langsam. Und das sind Wörter,
die Google aus der Suchmaschine, aus der Webseite abzieht und die dann als wichtig befindet. Das heißt, ich kann das mit meinem Inhalt, kann ich das steuern. Das ist eine Seite, die wir betreuen, Crown Plaza Zürich. Hier vielleicht anfänglich sicherlich die richtigen Keywords. Hotel in Zürich ist es, Crown Plaza heißt es, Room buchen, sicher gut. Da kommt Islands, da hat man mal wahrscheinlich mal einen Wettbewerb gemacht. Oftmals sind das auch PDFs, auf denen zum Beispiel dann sehr oft dieses Wort draufsteht, die indexiert werden und die dann Google dieses Wort für wichtig befindet. Dann der nächste Punkt, was ein ganz wichtiger Bereich ist in diesem ganzen Update, war die Ladegeschwindigkeit. Auch hier habe ich in den Webmaster Tools so eine Aufstellung, wo ich sehe, was meine durchschnittliche Ladezeit ist, hier 1,8 Sekunden, und das wird mir dann auch gerade angezeigt, wie viele noch länger sind, beziehungsweise wie viele Websites noch schneller sind als meine eigene Webseite. Da geht es bis maximal 100% oder 100 Punkte, die man hier kriegen kann. Und ich sehe hier auch über den Zeitverlauf eben gerade so ein Redesign. Was passiert nach dem Redesign? Geht die Zeit hoch oder runter? Müssen natürlich runtergehen, die Seiten müssen schneller werden. Da kann ich natürlich dann auch mal mit dem Webmaster sprechen und sehen, ob die alles richtig machen. Vielleicht ganz kurz nach unten drin hier dieses Beep Page Online, da kann ich die Abfrage machen, das habe ich hier drin, das kann ich also online abfragen, oder jetzt in dem Fall hier habe ich es als Add-on beim Google Chrome, und dann sehe ich auch gerade noch Vorschläge. Jetzt bei uns beispielsweise, wir sind bei 87 von 100, hätten noch die Möglichkeit, skalierte Bilder bereitzustellen oder dann die CSS-Sprites für die Bilder aufzubereiten. Dann Bilder optimieren würde ich auch gerne, der Rest ist in Ordnung. Also ich kriege hier auch gerade Verbesserungsvorschläge, was natürlich auch wieder ein Punkt ist, den ich dann mit meinem Webmaster angehen kann. Ein anderes Tool, noch ein bisschen detaillierter, sind die Tools von Pingdom. Hier gibt es ein Speedmesser. Auch hier sehe ich ungefähr, was mein Grad ist von 0 bis 100. Da ist jetzt 91. Und ich sehe dann unten, welche Elemente auf der Webseite wie lange zum Laden benötigen. Gerade zum Thema Laden und Inhalte, das kann ich vorwegnehmen, wenn Sie irgendeine Konversion messen auf Ihrer Seite, ich hoffe, das machen alle, auch die, die keinen E-Shop betreiben, ich denke, das hat man gestern und hoffe, das hat man gestern gehört, dass Sie auch ganz normale Kontaktformulare drauf haben. Wie stark die Conversion Rate abnimmt mit der mit ansteigender Ladegeschwindigkeit. Also ich sehe hier von einer bis zu drei gut Sekunden habe ich bereits 30% weniger Conversion Rate, und wenn es dann noch weiter runter geht, bricht mir dann die auf die Hälfte zusammen, so nach 10 Sekunden habe ich dann kaum mehr was. Also ganz entscheidend auch wirkt sich das, die Geschwindigkeit, auf die Conversion Rate aus. Das aber nebenbei. Dann, was ich hier sehe, was sehr interessant ist, ist wie Google meine Seite crawlen kann, also wie gut die überhaupt auf meine Seite draufkommt und an die Inhalte rankommt. Und auch hier sieht man im untersten Bereich drin, das war jetzt bei uns gerade beim Redesign, Time Speed Downloading a Page, das hat massiv an Geschwindigkeit verloren, das heißt, es geht viel schneller, was entsprechend wichtig ist. Auch oben sieht man, wie das alles zurückgegangen ist mit dem ganzen Thema des Redesigns. Und das muss man natürlich wieder auch erkennen, sonst stimmt irgendwas mit dem Redesign nicht. Was sind weitere Analysemöglichkeiten, die ich in diesem Bereich hier habe? Das ist sicher mal der PageRank, die Abnahme. PageRank an und für sich ist nicht mehr so ein Thema. Die ganze Validierung, die Weiterleitung, ganz wichtiges Thema, was man oft weglässt, und dann die Startseitenlinks. Das Thema von der Abnahme des PageRanks. Oft mal wird gesagt, der PageRank, den interessiert keiner mehr, vor allem die Höhe nicht. Bin ich teils einverstanden mit. Es gibt den TrustRank, der ist heute wahrscheinlich wichtig. Das heißt, wie nahe hänge ich an den Trusted Paar Sites, die es auf der Welt aus Sicht von Google gibt. Was aber entscheidend ist, ist, wie stark nimmt der PageRank innerhalb dieser Seite, einer Seite ab. Und hier haben wir ein Beispiel von der Fachhochschule Zürich, HWZ. Da sehe ich auf der Startseite eine 6 und dann auf der ersten Subseite eine 5. Und das ist richtig. Also der darf pro Navigationslevel, darf dieses PageRank, diese PageRank-Zahl nicht mehr als einen Punkt abnehmen. Und das ist hier erfüllt. Ich habe hier ein anderes Beispiel vom Migros.ch. Und zwar auf der Startseite eine 7, also einen höheren PageRank, aber dann bereits auf dem zweiten Level kein PageRank mehr. Hängt natürlich auch immer ab davon, wann ich das anschaue. Kann natürlich sein, dass irgendeine Seite neu aufgeschaltet wurde, die wird dann nicht gerade indexiert. Und wenn sie es ist, dann kriegt es nicht gleich noch einen PageRank dazu. Also da kann man natürlich auch wieder
Zeit verlieren. Trotzdem müsste man das mal durchklicken und schauen, ob ich dann pro Level maximal einen Punkt verliere. Dann das ganze Thema XML-Sitemap. Die XML-Sitemap ist vor allem dann stark, wenn ich dynamischen Content habe, also Content wie zum Beispiel News, die sehr oft ändern, dann Sites, die ich nicht erreichen kann, weil sie mit JavaScript beispielsweise nur zugänglich sind. Sites, die schlecht verlinkt sind, kann natürlich auch sein, dass ich irgendwo ein Archiv habe und ich dann nicht aufs Archiv über natürliche Links auf der Seite oder nur ganz mühsam zugreifen kann, dann ist es sicherlich gut, wenn ich das über eine XML-Sitemap Google melde und eben das ganze Thema Archiv habe ich bereits angesprochen. Da stellt man praktisch Google eine Sitemap zur Verfügung, auf welcher sie dann auch sieht, welche Sites aufdatiert wurden, welche Sites abgedatet wurden und muss dann nicht die ganze Website neu indexieren, um das rauszufinden. Geht natürlich für Google A viel schneller, B habe ich dann sicher auch die Verifikation, dass diese Sites indexiert wurden. Das sehe ich unten, ich gebe so viele Sites ein, 194 eingereichte und 194 sind indexiert. Footerlinks, ein wichtiges Thema, darf man nicht übertreiben, darf man aber auch nicht unterschätzen. Sites, die von der Startseite aus angelinkt werden, sind wichtiger als andere Sites, macht irgendwo durch auch Sinn. Also umso tiefer in der Navigation eine Site hängt, umso unwichtiger wird sie logischerweise. Der zweite Navigationslevel ist sicherlich der wichtigste nach der Startseite. Und so kann ich halt Sites, die für Landingpages eingesetzt werden, von der Startseite aus anlinken. Das kann ich beispielsweise mit solchen Footerlinks machen. Wie gesagt, nicht überoptimieren, also vielleicht auch nicht zu viel dann draufladen. Dann das ganze Thema W3C-Validierung. Das hat verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Man muss sich so eine Site sicherlich mal mit so einem Validator anschauen. Das ist validator.w3.org. Zeigt mir auf, wie viele Errors und wie viele Warnings das ich habe. Und das muss man sich natürlich dann vor Augen führen und diese auch korrigieren. Das nützt nicht viel, wenn ich die dann stehen lasse. Das heißt, da müsste man rangehen und sich die Arbeit machen, das zu ändern. Ist meistens nicht eine große Sache, weil es irgendein Fehler in einem Editor drin ist, der dann die Tags nicht sauber abschließt. So viel lässt sich dann schnell mal machen. Wenn es, ich sage mal, mehr als 20, 30 solcher Errors sind, dann wird es dann schon problematischer. Dann die Weiterleitungen, das haben wir schon lange und da wird auch immer noch das Problem auftreten, dass das die größten Firmen der Welt nicht machen. Nestle hier beispielsweise hat für die Startseite, in dem Fall jetzt sogar mehrere, aber wenn ich mir nur das anschaue, zwei verschiedene URL. Nun fragt sich Google, nehme ich das mit oder das ohne www? Das heißt, sie haben einen doppelten Inhalt, zweimal denselben Inhalt, aber einmal mit www und einmal ohne www, also mit zwei verschiedenen URLs, die unbedingt weiterleiten. Da gibt es eine 301er serverseitige Weiterleitung, das ist kein großes Thema. Ich schlage vor mit www, gibt Firmen, die machen es ohne www, kein Thema, aber wenigstens, dass nur eine dieser URLs dann stehen bleibt, auch wenn ich weiter navigiere, weil der Punkt hier ist dann, ich habe die komplette Webseite mit und ohne www, also die komplette Webseite hat Google dann meistens zweimal bei sich abgelegt. Dann die Aktualität, sicherlich ein Thema. Wie oft wechsle ich die Inhalte und je öfter ich die Inhalte wechsle, desto häufiger kommt dann auch Google vorbei. Hier als Beispiel unserer Webseite, das war am 25.04.2012. Das heißt, bei uns kommt das so alle vier Tage vor, dass Google wieder vorbeikommt. Vielleicht geht es mal schneller, vielleicht sind es mal drei Tage, vielleicht sind es mal fünf Tage. Aber dass ich hier einen Indikator habe, das sehe ich, wenn ich meine URL mit Cache vorne dran eingebe, C-A-C-H-E, Doppelpunkt, dann diesen URL und dann sehe ich oben rechts, wie lange es her ist, dass Google bei mir vorbeigeschaut hat. So, jetzt hatten wir das Thema On-Page, ich komme jetzt gleich zum nächsten Thema, das ist das Thema Off-Page, das ganze Thema Verlinkung. War ja vor 10 Jahren wichtiger als die ganze On-Page-Maßnahmen, das hat sich bis heute so langsam angeglichen, Off-Page ist immer noch sehr wichtig, aber es hat, ich sage mal, an Gewicht gegenüber On-Page verloren. Trotzdem so eine Statistik, weiß nicht, ob Sie die heute schon mal gesehen haben, von Search Metrics, da sehe ich halt doch, dass Backlinks immer noch eines der wichtigsten Punkte sind, wenn es um Suchmaschinenoptimierung geht, die korrelierenden Maßnahmen bezüglich Ranking, alles oben rein. Sehr viel Facebook-Themen, die ersten vier, was mich persönlich etwas überrascht, ich weiß auch nicht genau, wie das Google messen soll, weil sehr, sehr viele Facebook-Accounts sind ja über Google nicht
zugänglich. Dann aber doch an fünfter Stelle die Anzahl der Backlinks, Anteile der No-Follow-Links, ein entscheidender Punkt, offenbar Tweets scheint ein Thema zu sein, und dann Anteil Backlinks mit dem Keyword. Also das ist immer noch das klassische Off-Page-Optimieren ist immer noch ein wichtiges Thema. Und hier komme ich jetzt gleich zu einer Geschichte, zu dem Thema, wo man eben sieht, wie eng On- und Off-Page-Optimierung oder eben Nicht-Optimierung in dem Fall zusammenhängt. Das ist unser Blog. Unser Blog, den gibt es seit 2007. Wir haben rund 250 Posts im Jahr, die wir da raushauen. Also um die 1000 bis heute. Wir haben 5 Autoren, guten PageRank, ungefähr 1000 Abonnenten und rund 5100 Fans. Da läuft also richtig was auf dem Blog drauf. Der funktioniert perfekt. Auch mit den Besuchszahlen schaut das gut aus. Ich habe dann am 3. März kurz nach meinem 40. Geburtstag mal reingeschaut in meine YouTube-Statistik, denn ich veröffentliche YouTube-Videos vor allem auf diesem Blog drauf. Und da war ich dann dem Griff zur Flasche sehr nah, habe mir dann überlegt, was mache ich jetzt, denn das hat hier so ausgeschaut. Meine Statistik von rund 3200 pro Woche zusammengebrochen auf 140. Allerdings habe ich das erst einen guten Monat später gemerkt, was an und für sich schon mal ein Zeichen ist, dass ich nicht sehr oft da reingeschaut habe, habe ich dann korrigiert. Auf jeden Fall brach das massiv ein. Was ist da passiert? Klar, und was wird nicht mehr angeschaut, also welche Videos schaut man nicht mehr? Ich bin eben dann weiter nachgegangen und habe gemerkt, dass da vor allem ein Video, das ist ein Video zum Thema Facebook Privatsphäre, dass der massiv an Views verloren habe. Das ist dieser Video hier. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt 14.000 Views. Ich habe heute um die 20.000, das kam dann wieder hoch. Trotzdem, ich habe mich natürlich gefragt, woher kommt das? Und bin dann in der Statistik weitergegangen, habe gesehen, dass die meisten Zugriffe über eingebettete Players kommen. Und zwar ist das genau dieser Player, der eben auf Website-Marketing eingebunden ist. Und hier sehe ich den Zusammenbruch von irgendwo 70 bis 150 pro Tag, runter auf vielleicht noch 30. Und wenn ich ganz hinten rausschaue, sind das noch ein paar mickrige Views, die da stattfinden. Und ich habe mich versucht zu beruhigen, die Flasche ein bisschen weiter weggeschoben, bin dann beim Blog in die Statistik rein und gerade nochmal eingebrochen. Da sind wir von rund 1400 täglichen Besuchen, das sieht man anfänglich, sind wir da, wenn Sie ganz außen rechts sich das anschauen, sind wir auf 94 zusammengebrochen. Das ist ja kein Bruchteil mehr, das ist schon fast vernachlässigbar, so ungefähr 15 mal weniger. Das interessiert eigentlich keinen mehr, der Blog ist mehr oder weniger tot. Also wieso bricht ein Blog, der eigentlich ein Liebling war von Google, sehr gut positioniert, immer sehr gut optimiert, warum bricht der quasi über Nacht dermaßen ein? Fakt ist, wir kopieren keine Inhalte, sind täglich aktuell, also fünfmal in der Woche ein Post raus. Wir farmen nicht, also wir schreiben da nicht nur zu Themen, die jetzt gerade irgendwie aktuell auf der Welt sind. Und wir haben keine Links auf andere Sites drauf. Also nichts irgendwie, dass wir anlinken, dass eben unser Spam laufen könnte. Ich bin dann bei Google Analytics reingegangen, das hat aber nicht viel weiter geholfen. Da habe ich einfach den Zusammenbruch gesehen und bin dann auf die Webmaster Tools zu den Keywords. Und das ist genau das, was wir vorher angeschaut haben, wo ich sehe, was ist die Relevanz meiner Webseite. Rechts, was vorher war, links, was dazu mal war. Und wenn Sie jetzt diese Keywords lesen, da steht da Lolita zu oberst, da kann ich noch nicht mit viel mit anfangen. Wenn ich dann aber runtergehe, kommen dann so Position 5 und 6, 9 und so weiter, kommen Wörter, die eigentlich nicht auf unserem Blog draufstehen sollten. Und Google nimmt ja diese Wörter vom Blog, also das sind ja nicht Inhalte, die Sie sonst irgendwo hernehmen, sondern das muss aus unserem Blog kommen. Wenn Sie sich das rechts anschauen, Social, Facebook, Google, Marketing, Media, Video, Networks und so weiter, das sind die richtigen Keywords, die möchte ich eigentlich bei uns sehen. Gut, überrascht, auf den Blog gegangen und mich gefragt, wo diese ganzen Wörter überhaupt stehen, wo steht Lolita auf unserem Blog drauf, müsste man ja finden. Ich bin an den Blog, nicht nur ich natürlich, verschiedenste bei uns diesen Blog durchgegangen, haben gesucht mit Ctrl-F, die ganzen, dazu mal waren es um die 800 Posts, nicht gerade alle, aber einen großen Teil mal abgesucht, auch in der Datenbank gesucht und so weiter, nichts gefunden, also visuell waren die Wörter nicht zu sehen auf dem Blog.
Wir sind dann in den Cache reingegangen, ob Google irgendwas gecached hat, also von früher noch. Da konnten wir auch nichts finden, bis wir dann eins runter, und ich wusste, dass es auf diesem Post beispielsweise drauf war, bis wir dann eins weiter unten im quasi Code vom Cache, also im Quellcode vom Google Cache, diese Wörter als Links gefunden haben. Das heißt, hier hat jemand Links gesetzt von diesen Wörtern aus, also optimale Off-Page-Optimierung von einem starken Blog, der einen guten Page-Rank hat, der sehr viel Juice abgeben kann, direkt nach hinten auf diese Porno, in dem Fall, Sites dann raus. Das sieht man aber nur hier drin. Die Frage ist natürlich, wie kommt sowas überhaupt hier rein? Da gibt es diese Hacker, die hacken sich in so einen Blog rein und stellen dann sowas wie ein CMS zur Verfügung und verkaufen dann das an die Spammer. Und die linken natürlich dann in der ganzen Weltgeschichte rum, die bezahlen dann dem Hacker was dafür, der Hacker kriegt von jedem Spammer was und so weiter und können das in einer Art, und man sieht das hier, das ist russisch, könnte man das in einer Art CMS, kann man das einpflegen und hat so ganz, ganz einfach ein paar Links, tolle Links auf solche Seiten setzen können. Wir haben das zugemacht, klar, Problem ist WordPress. WordPress ist ein sehr verbreitetes CMS für Blogs, Publishing-System. Und da haben wir sicher ein Problem gehabt, Sicherheitslücken. Und das ist natürlich einfacher, wenn ich einen WordPress-Blog knacke, dann ist die Chance relativ groß, dass dann ein paar tausend andere denselben Fehler oder dieselbe Sicherheitslücke offen gelassen hatten und so auch wieder reinkommen, anstatt wenn ich das bei irgendeiner proprietären Lösung mache, die 200 Mal installiert ist weltweit, lohnt sich das natürlich hier viel mehr und gerade WordPress ist ja unheimlich verbreitet. Also sehr, sehr clever gemacht. Wir haben das dann entfernt. Sie sehen aber, das hat dann im April, Ende März, Anfang April haben wir das gemerkt, nochmals einen kleinen Schub genommen, ging dann so Mitte April, gegen Ende April nochmal richtig runter und dann kam es dann langsam wieder hoch. Und ich kann Ihnen sagen, dass es hat sich bis heute nicht wirklich erholt. Sie sehen auch die Levels rechts und links. Google merkt es zwar sehr schnell, schlägt einem sehr schnell dann auch ins Gesicht, aber es kommt nie mehr richtig zurück. Auch in meinen Videoserien logischerweise weniger Aufrufe auf diesen Post drauf und darum natürlich auch weniger Views auf den Videos drauf. Also die Moral der Geschichte, Content is King, ist enorm wichtig. Schlechter Content wird radikal abgestraft. Das Schlimme in dem Ganzen ist auch, Google hat uns früher gewarnt, wenn wir irgendwas Malware oder weiß ich was auf unserem Blog drauf haben, da kam keine Warnung. Vielleicht in den Webmaster-Tools heute funktioniert das besser, da gab es noch nicht. Aber für Links tun manche alles, das ist wieder der Punkt. Darum auch die Statistik, die ich vorgezeigt habe, also Links immer noch eines der wichtigsten Elemente auf Sites, die eben gut aufgebaut sind, auf sogenannten Google-Lieblinge oder Almost Trusted Sites, wie man es vielleicht auch nennen könnte. Also Links immer noch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das Fazit aus der ganzen Sache, der Inhalt muss möglichst einzigartig sein. Achten auf Relevanz, ganz wichtig. Also schauen Sie sich die Keywords an in diesem Webmaster-Tool drin. Schauen Sie, wie gut indexiert werden kann, auch über die Level runter werden alle Sites. Gerade im Beispiel von einem Shop ist es ganz wichtig, der, ich sage mal, mehr als 2.000-3.000 Produkte habe, dass diese alle indexiert sind. Das kriegt man raus, das findet man raus, ob die indexiert werden, auch mit dem primären und dem sekundären Index, ganz ein wichtiger Faktor. Double Content, ein großes Thema, nur zum Thema Next und Weiterleitungen, aber eben, dass ich einzigartigen Inhalt habe, Geschwindigkeit, Code auf jeden Fall anzeigen und dann die Tools von Google nutzen, die sie zur Verfügung stellen, regelmäßig checken, denn es geht schneller, als man denkt. Das war also meine Präsentation an der One Conference 2012 im Mai in der Messe Zürich. Ich hoffe, es waren einige Informationen dabei, die Ihnen weiterhelfen. Würde mich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie meinen Channel abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IREMAG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.